Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, alias Mr. T, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema heute nochmal Erklärung des Umkehrschwungs, weil ich doch hier einige Nachfragen erhalte über alle Plattformen. Und da möchte ich nochmal nachhaken. Und zwar folgendes. Der Umkehrschwung, das ist nichts, wo man sagen kann, der Mensch, der ihn nutzt, ist doof, der hat keine Ahnung, der blickt überhaupt nicht durch, sondern dieser Umkehrschwung, was die meisten, und zwar 99% aller Fitnessstudio-Besucher praktizieren, ist nichts anderes wie programmiert. Das ist im Körper programmiert. Umkehrschwung nochmal für diejenigen, die nicht kennen, das heißt, ich nehme die Stange raus beim Bankdrücken, lasse runter und gehe sofort wieder nach oben. Ohne Umkehrschwung sieht es so aus, rausnehmen, runter, Bruchteil einer Sekunde anhalten, raus, Bruchteil einer Sekunde anhalten, runter, Bruchteil einer Sekunde anhalten, wieder raus. Das ist ohne Umkehrschwung. So, warum ist der Umkehrschwung programmiert? Das ist ein ganz einfacher Grund. Der menschliche Organismus ist auf Energiesparmodus programmiert. Alles, was wir tun, ob das im Sport ist oder im Beruf oder im Privatleben, unterliegt einem sogenannten Energierechner. Das heißt, der menschliche Organismus, der ist so schlau und guckt natürlich bei Bewegungen, die wir regelmäßig machen, wie könnte ich es hinbekommen, dass ich hier für die Arbeit, die ich verrichten muss, wesentlich weniger Energie verbrauche. Und genau deswegen ist dieser Umkehrschwung in jedem Menschen verankert. Wir sind ganz klar die Waschmaschine mit dem grünen Punkt, das heißt Energiesparmodus hoch 3. Dazu kommt natürlich auch noch das eine oder andere männliche Gehabe wie der Ego, weil ohne Umkehrschwung muss man anfangen mit kleinen Gewichten trainieren, aber wer ohne Umkehrschwung arbeitet, der trainiert mit ehrlichen Gewichten, nämlich nur diese Gewichte zählen und alles andere zählt nicht. Alles andere ist nichts anderes wie geschummelt, beschissen und Energie gespart. Und das bringt uns im Krafttraining nicht weiter. Wenn das ein Ausdauerläufer macht, weil er lange ausdauernd laufen muss, dann ist das ja noch legitim. Dann ist es ja noch in Ordnung, weil der muss lange Leistung erbringen. Und wenn er seine Leistung lange erbringen möchte und gewinnen möchte, weil das war schon früher so, indem er lange jagen war zum Beispiel, dann musste er Energie sparen. Dann hat er sich energiesparend bewegt. Das sieht man in den Bewegungen. Das ist okay, aber nicht im Krafttraining, nicht zur heutigen Zeit. Wir haben den Kühlschrank voll mit Energie. Wir sparen ja sonst überall schon Energie, Aufzug, Auto und so weiter. Müssen wir nicht auch noch im Krafttraining Energie sparen, weil das ist für den Aufbau von Muskelmasse überhaupt nicht erforderlich. Warum? Weil man durch den Umkehrschwung wesentlich weniger Muskelfaserbündel benutzt bei der Bewegung, wie man benutzen könnte. Und genau deswegen seid ihr jetzt aufgefordert, überprüft alle mal euer Training, inwieweit ihr den Umkehrschwung nutzt. Das war's schon, Andreas Dienbacher. Nochmal zur Erläuterung des Umkehrschwungs, warum, weshalb. Energiesparen und Krafttraining passt nicht zusammen.